Ja, huhu, hier wieder beim Koali und dieses Mal bei Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Yay. Juhu. Gerade das Spiel gestartet, mal ein bisschen so in den Einstellungen rumgewerkelt hier, das kleine Intro gespielt und meine Charaktere importiert aus Garden Warfare 1. Und ja, sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Und ich habe ein paar Sticker-Packs geschenkt bekommen von PopCap und von EA. Und die mache ich mal mit euch zusammen. Auf 1 habe ich schon. Ich konnte nicht warten, bis der Aufnahmeknopf gedrückt ist. Aber gut. Die anderen machen wir zusammen auf. Gucken wir mal. Neuer Teamversuch. Giftleuchtpilz. Erbsenwerfer. Blitzschildkraut und ein MG-Roboter. Ich spiele übrigens auf dem PC mit einem Xbox-Controller. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt hier die Button von der Xbox eingeblendet werden. Nein, ich spiele nicht auf der Xbox. Braucht er mich gar nicht erst anschreiben. Und spiel mit mir. Auf dem PC natürlich gerne. Ich sag's nur, weil öfter vorgekommen in Garden Warfare 1. Cool, cool. Kostet gerade alles. Aber, naja. Wir haben ja auch Geschenke hier. Guck mal. Heil-Zombie, sehr cool. Besten Zombies aus Teil 1. Super Brains, Bankdrückpack. Multiball, Cape der Überlegenheit, Stoppel der Überlegenheit, Bart der Überlegenheit, Gesicht der Überlegenheit, Kopf der Überlegenheit. Wir sind so überlegen, Leute, wir sind echt. Zombie Emoji Pack. Okay. Ich weiß ja, einige finden die total cool, aber ich weiß nicht. Gibt es da noch so ein Pack von? Dann machen wir noch das Pflanzen-Emoji-Pack auf. Ich glaube, die werde ich nie benutzen. Die sehen sowas von scheiße hässlich aus. Bah. Nee. Eine Zitrone. Nämlich eine Elektro-Zitrone. Nice. Und noch eins. Ein neuer Charakter. Ein Wicht. Nämlich der Shrimp-Wicht. Interessant, interessant. Kolbenangriffspack. Größer und bessere Butter. König der Bänder. König der Bärte. König der Brillen und König der Wikinger. Dann habe ich den Grass Mass Effect Z7 Mech. Z7 Wicht. Okay, alles klar. Jetzt haben wir schon zwei neue Wichte, Leute. Und wir haben noch ein wundervolles Pack großartiger Dinge. Zwei verschiedene Rosie-Teile. Soll ja ziemlich imbar sein. Die gute Dame. Genau das Richtige für mich. Ehrgeizige Kauleisten. Meine Güte. Oh, süß. Blumenwimpern. Ein Spenderpack. Münzen. Nice, nice. Hier haben wir noch einen Spielercharakter. Drück mir mal die Daumen, dass ich den Koala kriege. Ich möchte den Koala-Charakter. Nö, es ist nur ein Brains. Ein Super Brains. Ein Cosmo Brains. Ich will diesen... Zoologen heißt er, glaube ich. Ich habe in der Beta den ziemlich cool öfter gespielt. Ja.
UVZ Projektoren Megamelone. Noch ein Giftleuchtpilz. Schottenbart. Hinterhaltobotter. Wahnsinn, Wahnsinn. Das sieht nach dem Roadie aus. Und das hier. Metall. Metallmais oder so. Haube des Schweigens. Und ein Jahrhundertpack. Mach mal auf. Yay. Cool, cool. So, jetzt kaufen wir uns hier von so ein bisschen Geld, was wir noch haben, auch noch ein paar Charaktere. Und wir auch ein bisschen... Hier den Zoologen. Zoologe, Zoo... Na, der Jadekaktus. Zen-Kaktus heißt sie, ne? Zen-Kaktus. Ja, der Kaktus war aus Garnwurf 1. Noch einen, komm, ich möchte diesen Typ mit dem Koala. Nein, es ist ein Ingenieur. Aber ein cooler. Nämlich der, der alles vereist. Der Klimakiller. Okay. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Zoologe, Zoologe. Ah, die Eiszitronen. Eiszitronen, yay! So, und schon haben wir keine Knete mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen Knete verdienen. Schauen wir mal. Wir können hier mal auf unsere Auftragstafel gucken. Denn hier gibt es jetzt die Aufgaben in Garden Warfare 2. Erledige 15 Wissenschaftler, erreiche am verrückten Schießstand mindestens eine A-Plus-Wertung als beliebige Arzenkanone. Ich und Schießen, Leute. Ja, genau. Erledige 50 Zombies mit einem beliebigen Mais. Erledige 5 Zombies, während Citron in der Ballform ist. Ich glaube, 50 Zombies mit Mais könnte man relativ gut schaffen. Erledige 15 Rosies. Erledige 20 Pflanzen mit Kanonenrodeo des Piraten. Mit der beliebigen Superheldenklasse. Erledige 3 Pflanzen-Champions. Schließe Friedhof-Kommando in Frostbechel auf Schwierigkeit normal oder höher ab. Okay. Gewinne 15 Suburbinations. Warum ist denn da ein Blitz dran? Episch. Ja, ist glaube ich auch ziemlich schwer. Suburbination. Ja. Ich habe ja fast nie was anderes außer Gärten und Friedhöfe gespielt im Teil 1. Erziele eine Dreier-Abschussserie. Erziele eine Dreier-Abschussserie dreimal. Joa, das ist möglich, sagen wir so. Okay, wir lassen mal nur die eine hier mit dem Mais, die. Dann verwandeln wir uns mal in den Mais. Einmal in die Charakterauswahl. Wo haben wir denn den Mais? Da, hier. Major Mais. Major Mais. Kann man den eigentlich auch von vorne gucken? Nee, kann man leider nicht. Oder ich wüsste zumindest nicht, wie es geht. So, und dann schauen wir als Major Mais doch mal in die Story rein. Hallo, reinschauen. Okay, Davebot 3000. Okay, wir müssen eine Fernbedienung finden. Okay. Tötet die Zombies!
der mächtige Major Mice. Bleibst du hier? Friss Mais. So, was muss ich denn jetzt machen hier? Öffnen das Garagentor. Ach so, ich muss wieder zurück. Na gut. Da sind schon Kollegen. Sprießen aus dem Boden, wie es sich für eine Pflanze gehört. Hinein in die gute Stube. Das war ja jetzt nicht sonderlich schwer. Mal jetzt zwei Sticker-Pack-Dinger. Da steht auch einer, okay. Gibt's hier andere? Nö. Okay. Dave Bot. Würde gerne 5 Fragen stellen. Okay, frag mal. Bist du eine Pflanze oder Zombie? Ich bin kein Zombie. Kannst du bestätigen, dass du kein Stück Buttertoast bist? Aber ich bin Toast. Was ist 1 plus 2, wenn es Rinde hätte? Ich habe gelogen, ich bin Toast. Stehst du auf Gang und sagen? Nein, nein. Ich glaube, es ist völlig egal, was man hier drückt. Geheimnis nicht erwähnen. Yay, Dave hasst Katzen. Sehr, sehr sympathisch, der Dave. Erlaubnis zum Geheimnisverrat erteilt. Jawohl. In Leaf. Ich bin ein Teil von Leaf. Dr. Zombos und seine unangenehme Zombiehand zu besiegen. Ja, natürlich. Alles klar. Hier gibt's also nochmal extra Zeug. Ja. Sand aus Socken entfernen. Ja, okay. Mhm. Okay. Spezialagent Knurri noch nicht wieder zurückgekehrt. Wow. Der entfernte Tarnspezialist von Nef, das kann ja nichts werden eigentlich bei dir, wenn die schon so einen Chef hier haben. Knurriger Strunk. So. Knurri! Oh, Knurri! Major Mice kommt, um dich zu retten, Knurri. Oh, Zombies. So, mal gucken hier, was die anderen Sachen bekommen. Okay. Und? Na? Der lebt noch? Was ist der drauf? Ist noch einer? Ah, ein Klo! Gekonnt daneben geschossen, ne? Yay. Mehr Zombies, mehr tote Zombies. Nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie. Und auf irgendeine verstörende Art und Weise stimmt dieser Satz mehr, als man glaubt. Kann man die auch kaputt schießen? Die andere konnte man ja nicht kaputt schießen. Kann man also nicht. Da unten ist noch eine Truhe. Hier gibt es echt viel zu entdecken, Leute. Guck mal. Hier gibt es irgendwie so eine Kugel. Kann man die aufheben oder so? Oder kaputt machen? Kann man die kaputt machen? Kann man nicht. Man kann wahrscheinlich auch nicht hier rum. Übelstes Railroad. Oh, wo ist ein Klo? Ein Klo? Tötet das Klo? Ganz schön hässlich hier bei den Zombies. Friss Mais. Okay, haben ein bisschen verschwendet.
dum, 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 dum. Oh, reite Dinos. Wieder Zombies. Zombies haben Geschmack. Sie kommen zu den Reitedinos. Hm. Knurri! Oder Knurri! Er hat sich gut getarnt. Dum, dum. Dum, dum. Oh ja, guckt mal, wie gut er sich getarnt hat. Oh, oh, oh. Bester Tarner ever. Das ist schon wieder eine Kiste. Das ist... Viele Kisten. Ich knurre. Knurri hat Pläne von Dr. Zombos, dem bösen Zombie-Anführer, der und weltbekannten Küchenchef geklaut. Wie kann man mit so komischen Händen klauen? Naja, als Tarnspezialist. Dann mal los, Knurri. Lass mal nachladen. Dann geht's los. Ich bleibe immer hinter dir. Ist ja gut genug, wir sind alle schon tot. Tot, tot, tot. Ich will ja nicht unten, aber Zombies sind immer tot. Ein bisschen. Komm tot, halt. Ich im Ziel, ne? Es setzt sich fort aus Gardenwurfer 1. Das Problem des Koalis. Das Problem ist ja, wenn ich Gardenwurfer spiele, ja? Kann ich ja nie vernünftig sagen des Koalas, weil es ja einen anderen YouTuber gibt, der auch Koala heißt. Und der viel bekannter ist als ich. Ich bin immer nur Koala 2, wenn überhaupt. Das ist strange, auf irgendeine komische Art und Weise. Boom! Der Knurri macht das hier ganz schön allein. Ein Held. Guck mal, er ist wieder aufgestanden und hat uns in eine Stinkwolke reingenebelt. Nein, Knurri, du verlierst Lebenspunkte, du musst diesen komischen Fußsoldaten töten. Ich frag mich, ob man dieses Ding hier eigentlich auch versauen kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Wenn man schon so schlecht schießt wie ich. Noch mehr Zombies! Die sind ja alle nur auf Knurri los. Lass ihn in Ruhe! Lass meinen Freund in Ruhe! Er ist groß und knurrig. Oh oh. Da ist doch mal einer, mit der sich mit Knurri anlegen kann. Oh oh, oh oh, oh oh. Immer auf den Kopf ziehen, habe ich gehört. Geht da! Knurri, du stehst im Weg, im Schussfeld! Raus mit dir, nimmst du im Schussfeld! Knurri, wird schon wieder... Oh, ein All-Star von Knurri! Die Fähigkeiten laden sich relativ schnell wieder auf, finde ich. Alles klar, wir leben noch, Knurri. Wir beide. Durch dick und dünn. Major Mais und Knurri. Nein, ich muss ihn alleine gehen lassen. Knurri ist froh. Du bist sicher mit Knurri zurückgekehrt. Knurri hat Dave vor 3000 die Pläne ausgehändigt. Er ist unsere einzige Hoffnung. Oh Gott. Wir sehen uns, Knurri. 5000 Münzen. Sehr schön. Mal gut gebrauchen. Wir müssen ja noch hier diesen Koala-Dingens freischalten. Denn ohne den wird's echt traurig.
Hat das jetzt gezählt? Ich gucke jetzt mal hier auf dieses Ding, ob die Zombies... Ja, guck mal, hat das gezählt hier für unseren Auftrag. Das ist doch voll cool. Und mit dem habe ich ja auch schon geredet hier. Warum ist denn da Fortschritt 0 von 1? Okay. Holen wir uns nochmal 5000 Münzen, Leute, mit Geheimplan Schuhe. Ja, im Vulkan. Aha, Ah, Schuhe, ja. Schuhe, klar. Wir brauchen die unbedingt zurück. Bring the sand. Bring it, Davebot. Bring it. Natürlich wieder als Major Mice. Wir machen ja hier das für den Auftrag. Oha. Das sieht so ein bisschen nach einer Verteidigung aus hier. Okay. Pflanzen wir was? Wir können es hier Kollegen machen. Wir holen uns eine Rosie. Die soll ja immer sein. So. Außerdem holen wir uns Sonnenblume, und zwar keine gewöhnliche, sondern wir holen uns eine Feuerblume und ein Kaktus und Schnappen oder eine Erbsenkanone. Ich bin dafür, dass wir uns eine Gifterbse dazu holen, die ist nämlich auch imbar. So, wir sind voll imbar unterwegs hier. Alles klar, Leute. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier den Garten pflanzen. Das erinnert mich ein bisschen an... Das heißt ein bisschen sehr an den ersten Teil. So, und jetzt hier verteidigen, oder was? Ich baue hier schon mal irgendwie so was hin. Ui, juhu! Nehmen wir das dahin. Oh, Bambus haben wir 10 Stück. Bambus war immer gut. Früher in den alten guten Tagen. Da können wir hier auch noch mal ein bisschen Bambus hinpflanzen. Bambus immer geil. Bambus! So, Zombiewelle. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen sie? Schnell noch was pflanzen. Hier noch, hier den da. Da hinten kommen sie. Das heißt, wir pflanzen hier auch schnell noch was hin. Zack. Und dann geht's los. Eieieiei, jetzt mal hier. Oh, die Wichte, Leute, die Wichte. Oh. Ich fühle mich an die Beta erinnert, die ich die Wichte gehasst habe, wie ich die Wichte gehasst habe in der Beta. Fürchterlich waren die. Die kommen alle durch, ne? Aber vielleicht hat der Bambus ja auch Work gemacht hier. Bambus-Work. Ja, das habe ich ganz gut geschafft. Also weniger ich als meine Kollegen hier. Die Gifterbse ist natürlich wieder hier voll abgegangen, habt ihr gesehen? Bam! Auch nur einen erledigt. Bin hier so eher so die zweite Verteidigungsreihe, wenn meine Kollegen das nicht schaffen. Lass die anderen doch mal arbeiten. Das ist eine Zeitungsoma. Tötet sie. Und wir sind schon Level 2 mit Major Mice. Das ging ja fix.
Zeit, hier noch was hinzupflanzen. Obwohl, komm, lass mal sein, wir sind so schon stark genug. Wir wollen den Zombies ja auch eine kleine, winzige Chance lassen. Dum, 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 dum. Feuer! Boom! Oh, ein Zombie-Mädchen! Das ist ja herzallerliebst. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe mich schon immer gefragt, warum es nur männliche Zombies gibt und wie die sich vermehren. Wenn es nur männliche Zombies gibt. Ich finde übrigens, in der Beta fand ich alles so ein bisschen so effektverseucht, das Spiel. Moment. Finde ich ganz gut. Hey, ich bin Dritter. Warum ist denn die Rosie so schlecht? Die ist doch eigentlich so immer hier. Die hat nur 2 Kills, Leute. Die Feuerblume rockt hier voll ab. Seht ihr das? Kommt irgendwas Großes. Oh, oh. Leute! Ich bin auf ihn gelandet, habt ihr das gesehen? Yes, wir haben die Schuhe, Leute, wir haben die Schuhe. Wir haben die fucking Schuhe. Time to kill the other zombies. Für Lesrak Dark die Übersetzung. Zeit, die anderen Zombies zu töten. Ja, er kann so schlecht Englisch, dass er selbst das nicht verstanden hat. Traurig, traurig. Lesrak, Englisch ist wichtig. Lern's. Goat Kill! Für Lesrak Ziegentötung. Ja, sind wir schon wieder durch. Zeit für ein Schlückchen Wässerchen. Das heißt, wir können uns, glaube ich, jetzt ein neues Stickerpack leisten, Leute, und dann den Zoologen bekommen. Din, 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 ab zum Stickerpunkt. Sticker kaufen. Muss Sticker kaufen. Bitte gib mir den Zoologen. Ich möchte doch nur den Zoologen. Na, eine Elektroerbse. Bestimmt kriege ich den Zoologen an ganzem Schluss. Naja, jetzt müssen wir erstmal wieder 70.000 Münzen verdienen, Leute. Das machen wir beim nächsten Mal. Zumindest fangen wir dann damit an. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.